Vielen Dank, lieber Bedo. Also, Jason Anouche und Bedo sitzen noch im Studio und ich befinde mich jetzt hier im Atlantikhaus, quasi auf der Rückseite des Kiez. Und hier fahren wir nämlich ganz weit nach oben in den 20. Jo, 20 ist hier eine Ansage, weil... Ja, kann passieren, ist nun mal der Fahrstuhl. Also 20, hier kann man sehen, ist das höchste Stockwerk. Hält aber nicht... Ja, sollte klappen. Also, heute im 20. Stockwerk findet nämlich diese tolle Präsentation einer bekannten Fotofirma statt, die eine tolle App entwickelt hat. Und in diesem Falle geht es ja nie so etwas mit einem Aushängeschild. Das heißt, es gibt immer ein Gesicht zu einem Projekt. Und in diesem Falle ist es nämlich Moderatorin und Model Jana Ina Zarella. Ich freue mich auf diese sympathische Frau, die ja früher bei Giga, bei dieser Internetfernsehsendung Giga TV angefangen hat, dann irgendwann gemodelt hat, dann diesen tollen Musiker hier, Giovanni Zarella, der Italiener, geheiratet hat und natürlich sich ihren Weg eigentlich, würde ich sagen, schon durch die TV-Leidenschaft geschafft hat, sehr erfolgreich ist, sehr bekannt ist, dann Mama geworden ist, also schon sehr erfolgreich. What is this I'm feeling? Nun sind wir im Atlantikhaus drinnen, ja, hier im 20. Stockwerk, ihr habt das ja vorhin mitbekommen. Und hier vorne kann man sehen, die Jana Ina wird gerade frisch interviewt. Und wer ist denn das? Das ist... Promiflash. Also Promiflash ist dabei, Jana Ina zu interviewen. Ich glaube, danach sind wir auf jeden Fall dran. Die Präsentation wird, glaube ich, sehr interessant werden. Also es geht um Foto, Lifestyle und natürlich bei Jana Ina Family. Ja, so. Ich meine, manchmal möchte man ja Mäuschen sein und wissen, was für Fragen stellen denn die Kollegen. Aber ich gehe davon mal aus, keiner stellt so coole, hartnäckige, schwierige, komplizierte und doch so sympathische Fragen wie das Team von Oriental Night. Jana Ina ist nun an unserer Seite. Da will ich doch einfach mal glatt wissen, stehst du so richtig immer viel Fotos machen? Bist du den ganzen Tag mit deinem Handy unterwegs? Du hast es ja vorhin gezeigt, hier mein Handy. Ich glaube, ich habe gefühlte 7000 Fotos gesehen auf deinem Handy. Nee, 7000 sind es nicht, aber tatsächlich um die 3500 sind gerade mein Handy drin. Ich bin wirklich eine Fotofanatikerin. Ich fotografiere die ganze Zeit. Und es ist so, seit man so Smartphones hat, das geht dann auch noch viel schneller. Ne? Sobald mein Kind so, macht so, warte mal, mach noch mal und ich mache Fotos. Und es sammelt sich dann ganz schnell, ne, die Fotos im Handy. Und ich dachte, ich bin mit 1800 Fotos der Verrückte, aber nein, es geht schlimmer. wenn man viele Fotos macht, löscht du auch welche oder wirklich sammelst du jeden kleinen Fitzel, jede Bewegung ohne zu löschen? Nein, ich lösche auch viele, weil ich mache immer... Ein von 1000 oder wie? Nee, von jedem Motiv mache ich immer bestimmt so um die 5, 6, ja. Und dann irgendwann abends, wenn alle schlafen und ich endlich mal ins Bett gehe, ich liebe es, meine Fotos dann durchzugehen und dann schaue ich mal, okay, das war unscharf und das brauchen wir nicht. Und dann ich bearbeite auch ein paar Bilder gerne. Also das ist für mich dann so ein Entspannungsmoment. Ich liebe es.
und dann verteile ich sie unter allem. Und das Einzige, was ich nicht oft mache, ist die einfach dann auf meinen Laptop zu ziehen, weil einmal haben wir das gemacht und ich habe alles verloren. Alle meine Bilder, alle meine Kontakte, alles. Und ich traue mich das nicht mehr zu machen. Und dann entweder geht alles so, macht eine andere für mich oder bleibt alles in meinem Handy. Ja, das Problem mit den Fotos und Adressen verschwinden, ja, kenne ich auch. Das ist Katastrophe, ja. Ne? Auf einmal ist man total verloren. Weißt du, was das Schlimmste ist? Man merkt, wie abhängig man wirklich vom System ist. Ja, aber das ist wirklich so. Also auf einmal, ich wusste nicht mal mehr die Nummer, ich weiß nicht, eine Telefonnummer von zu Hause. Weil ich einmal so nicht mal die? Von zu Hause, bei mir zu Hause. Also man drückt einfach automatisch, ne, auf eine Nummer, fertig. Und dann hast du keine Nummer mehr und stehst da so. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier anrufen soll. Weil ich weiß nicht mal eine Nummer kannst du auswendig. Komm, irgendwas. Also meine Nummer weiß ich auswendig. Respekt. Und von der Polizei auch. Weil ich habe zum Beispiel bemerkt, als ich nämlich mein Handy verloren habe, dass ich die Handynummern, die ich bis zum Erwerb meines ersten Handys hatte, alle noch im Kopf wusste. Wirklich? Ja. Die Festnetznummer von meinem besten Freund, von meinen Eltern, von meinem Onkel, von meiner Tante, von allen. Alle Festnetznummern habe ich noch im Kopf. Aber weißt du warum? Weil du ein Mann bist, noch nicht schwanger warst. Weil seit ich schwanger geworden bin, habe ich Schwangerschaftsdemenz. Und nach Schwangerschaftsdemenz kommt Stilldemenz. Und diese Demenz geht nie wieder weg. Und dann die Hälfte von der Nummer hast du dann schon dadurch verloren. Ja? Und das ist dein Problem. Hast du keine Zeit mehr daran zu denken. Ich weiß ja, Jana, Ina, du hast ja eine tolle neue Show. Es geht viel um Schönheit, um die Art und Weise, wie man sich nach draußen repräsentieren sollte und wie man hübsch sein kann und darf und will. Gehst du auch mal ohne Make-up eigentlich mal raus? Also wirklich so, wo du sagst, mir ist alles egal, ich gehe jetzt einfach raus, egal wie ich aussehe. Ja, tatsächlich in meinem Alltag habe ich nie Make-up an. Also nie. Also Make-up ist für mich Teil von... Du bist eine Frau, ich glaube dir das nicht. Das ist das Problem. Ich schwöre es dir, frag mal meinen Ehemann, lügt auch nicht. Also Make-up ist für mich Teil von meiner Arbeit, so wie auch ein tolles Outfit und meine Haare werden gemacht. Aber kannst du dir vorstellen, bei mir geht es so spätestens um 8 los zu Hause. Da muss ein Kind fertig gemacht werden für den Kindergarten. Die andere will ihr Milch haben. Ja? Und der Mann, der Hund muss raus. Ja? Das geht alles so schnell. Ich habe nicht die Ruhe, noch vor dem Spiegel zu stehen, mich schön zu schminken. Ich finde es auch nicht notwendig, ganz ehrlich. Also die Haut muss manchmal atmen für meine Arbeit. Dann wird viel Make-up benutzt. Und wofür brauche ich Make-up, wenn ich zum Supermarkt gehe? Also, das wäre nämlich genau... Damit die Tomaten mich schöner finden? Ja, wahrscheinlich. Oder die Äpfel, man weiß es nicht. Nein, also ich brauche es nicht. Ich brauche es wirklich nicht. Also ich bin auch einer, die... morgens meistens Jogginghose anziehe und die Turnschuhe und keine Ahnung, so gehe ich zum Kindergarten. Also ich habe das nicht nötig, nee. Was ist denn eigentlich die größte Herausforderung beim Umstyling, wenn man sich dann neu entdecken möchte? Man möchte etwas Neues machen, Neues wagen. Was wären so deine wichtigen Tipps für einen Menschen, egal Mann oder Frau? Ja, das Wichtigste ist, dass man tatsächlich entdeckt, was mir steht. Ja, viele wissen gar nicht, was denn eine steht. Und dann laufen sie komplett falsch umgezogen rum und dann wundern sie sich dann auch, warum sie sich nicht in der eigenen Haut wohlfühlen. Das ist einfach so dieses Spagat zwischen so, ich sehe toll aus, ich fühle mich wohl, das passt mir, das ist wirklich sehr gering. Und man muss einfach so den eigenen Style einmal entdecken, dann läuft das glatt. Deswegen mit der Show können wir vielen Leuten helfen, einfach den Stil, den eigenen Stil zu finden. Ja? Wir sind nicht da, um Menschen jeden Tag so neu anzukleiden. Wir sind da, um einfach zu helfen, zu schauen, schau mal, hast du hier Probleme, sondern das kaschieren wir. Da hast du schön, dann betonen wir. Das ist das Ding. Und einfach zu schauen, viele laufen bauchfrei und können das gar nicht. Oder viele tragen viel zu knappen Outfits, was eigentlich gar nicht steht. Und dann einfach so zu schauen, okay, das steht mir. Und einmal, wenn du es weißt, dann musst du einfach diese Linie so einfach weiterführen und kannst keinen Fehler mehr. Ja, apropos Styling, das ist mir nämlich heute aufgefallen, die ganze Zeit. Du hast wahrscheinlich gedacht, so, die Füße filmt ja eh keiner. ist das, darf man das? Ist das erlaubt? Oder wo ist da die Grenze? Also ich sag's dir dann... Ich meine, die Schuhe sehen cool aus, muss man sagen. Ja, die Schuhe sind auch so ein It-Piss-Moment. Ja? Jeder trägt diese Schuhe. Die sind von einer ganz tollen Designerin aus Frankreich, Isabelle Marant. Und es gibt natürlich auch andere Designer, dessen Schuhe man kaufen darf. Also, alle Frauen wissen jetzt, wovon ich rede. Ja? Die haben versteckte Absätze drin.
dadurch. Ehrlich jetzt? Natürlich. Zeig mal. Das ist alles hart. Drück mal hier. Da sind Absätze drin, ja? Ey, weißt du, ganz ehrlich, Leute unter uns, ne? So schummeln sich die Frauen bei den Männern immer. Wirklich, so. Das ist ja echt cool. Man schummelt sich groß, man kriegt dann schönere Beine, weil dann alles ein bisschen straffer wird. Am Ende des Tages merkt man auch, dass man so auf High Heels gelaufen ist den ganzen Tag, weil dann tut ein bisschen weh, ja, den Rücken. Aber man will schön, ein bisschen schön zeigen, ne? Wer schön sein will, muss. Ja, und heute leider ist es nicht so warm. Und deswegen dachte ich, wenn die Füße, Mama hat immer gesagt, wenn die Füße warm sind, dann bleibt der ganze Körper warm. Also deswegen Kleidchen, aber dann Schuhe. Das ist eine tolle Kombination, damit so ein Kleid nicht so elegant wirkt und einen Touch von Sportlichkeit hat. Alles klar. Ich habe meine letzte Frage, weil ich weiß, ich kriege da immer diese... Kennst du das ja nicht? Das heißt immer... Mein Mann macht das immer, wenn ich mich fertig machen muss, irgendwo und total spät dran bin. Apropos Mann, das wäre nämlich jetzt meine letzte Frage zum Thema Giovanni. Nichts Persönliches, aber ich möchte gerne mal wissen, kannst du jetzt endlich Italienisch? Also richtig so... Sì, certo, io parlo italiano. Ben, da c'ho andato, kardeşim şimdi. Was heißt das jetzt? Ja, natürlich, ich spreche Italienisch. Stell dir vor, ich als Mann lerne eine italienische Frau kennen. Das ist jetzt wirklich meine letzte Frage, ich höre dann auch auf. Welchen Satz müsste ich können, um bei einer italienischen Frau, wie soll ich sagen, ihr Herz zu erobern? Welcher Satz müsste aus mir heraus sprudeln? Also ich glaube, das könnte mein Mann dir besser beibringen, ja. Aber du kennst vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Die Italiener kommen immer und sagen, ciao, bellissima, ma come stai, ma che bella, che bella. So kommt schon gut an, glaub mir. Das funktioniert? Ja, hat mein Mann. Die Türken haben diese Bewegung ja auch immer drauf. Das ist grundsätzlich kein Problem. Ich muss es nur die Sprache umsetzen. Ja, fang einfach mit Bella. Ma che bella, Mamma mia, ma che bella. Ma che bella. Heißt? Ma che bella. Heißt? So, wunderschön, wunderschön. Signorina, ma che bella. Und dann fangst du an. Mein Mann hat es gemacht. Wir sind mittlerweile schon seit 8 Jahren verheiratet. Ja? Mein Glückwunsch. Darf ich dich buchen eigentlich? Kannst du mich auch coachen bei sowas? Ja, komm nach Hause. Ich zeig dir, wie es geht. Ich bin dabei. Ich nehme dich beim Wort. Guck mal, wir sind Südländer, wir glauben hier, Händedruck ist alles. Ist schlimmer als Unterschrift, weißt du. Also das Einzige, was passieren wird, es wird ein Italiener vor der Tür stehen und mal schauen, ob er die Tür aufmacht. Und wenn er die Tür aufmacht, dann musst du durch meinen Dackel. Mein Dackel steht da. Und wenn er das noch erlaubt, dann machen wir das Coaching. Giovanni, ich freue mich, dich kennenzulernen. In diesem Sinne, Dankeschön, Janaina. Vielen Dank. Gerne.